Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Black Tail Requiem. Und wir sind, ja, letztes Mal vor diesen Ratten geflohen. Wir haben uns hier ein bisschen Unterschlupf kurz geholt, ausgeruht. Ganz wichtig, wir haben Hugo erstmal wieder so halbwegs bei uns. Allerdings würde ich ihm jetzt auch erstmal wieder gerne irgendwie eine Feder ausstatten wollen. Jawohl, nee. Lieber der Rabe. Große Veränderungen überwinden und die Gewissheit, dass im Laufe des Lebens jederzeit jemand über uns wacht. Ich glaube, das passt einfach gerade am besten. Als Feder. Und mal in Richtung Hafen jetzt. Hoffentlich geht Sophia gut. Lukas ist ja hier. Um ihn brauchen wir uns jetzt erstmal direkt keine Sorgen machen. Und diese Aussage bereue ich wahrscheinlich wieder in 5 Minuten. Weil er dann, weiß ich nicht, an irgendeinem Abgrund hängt oder irgendwas anderes passiert. Moment. Zumindest ist er jetzt gerade erstmal bei uns. Das Dorf! Mit dem Meer stimmt irgendwas nicht. Das Land ist weg. Das bin ich. Nein, ich war das. Nein, die Ratten. Ich. Richtig. Ich war das. Nein, Hugo. Nein, der Graf und die Gräfin. Richtig. Ach, gehen wir. Gehen wir einfach. Hugo, du bist kein böser Mensch. Um dich herum sind ganz viele böse Menschen, weil sie dich benutzen wollen. Und weil sie dich für ihre Zwecke ausnutzen wollen. Oder weil sie dich nicht verstehen. Und nicht verstehen, was mit dir passiert. Aber es gibt auch genügend gute Menschen, wie beispielsweise Sophia, die alles dafür tun, damit es dir gut geht. Dass keine bösen Menschen da sind. Okay? Oh, hier. Schade, das sah so ein bisschen aus, als wenn es da unten vielleicht neue Federn gibt. So. Aber gut. Das macht einen das Töten von bösen Menschen zu einem bösen Menschen. Herr im Himmel. Das Beben hat die verdammten Eier freigelegt. Ja, sie sind noch da. Immer. Immer in meinem Kopf. Hugo? Lass ihn, Amicia. Ich gehorche euch nicht. Ich gebe euch Befehle. Ihr gehorcht mir. Klar? Ihr gehorcht mir. Alles klar. Die haben dich gehört. Ich sehe zum ersten Mal, wie du... Weil es weh tut. Es tut mir leid. Okay. Sollten Sie uns mit Hugo nicht verscherzen? Aber machen wir ja sowieso nicht. Also, ja, wie gesagt, es ist schon eine ziemlich philosophische Frage. Ich glaube, da gibt es einige, die das kontrovers sehen. Eine einfache Antwort von mir wäre auch eher nein. Aber auch da kommt es natürlich wieder zum Beispiel drauf an. Ich will's nicht wissen. Lässt du sie die ganze Zeit leiden? Folterst du sie die ganze Zeit und so weiter? Oder bringst sie nur um? Wäre so für mich so ein Punkt, wo ich eine Unterscheidung machen würde. Ja, wir sind voll.
Wir sind voll. Das weil er unter dem Einfluss dieser Schänderin steht. Deshalb will der Graf sie um jeden Preis tot sehen. Hoffentlich klappt's. Schänderin? Du hast einen neuen Titel, Amicia. Der Graf ist noch am Leben und verbreitet seine Lügen. Sie sind hinter uns her, also aufpassen. Amicia die Schänderin. Ah, ja. Okay, klar. Was macht das dann aus dem Grafen? Wenn Amicia jetzt eine Schänderin sein soll? Ich frage für einen Freund. Meiner Sicht hat der Graf deutlich mehr Dreck am Stecken, als wir das haben. Weil wir uns eigentlich immer nur verteidigt haben. Ja, manchmal gewaltsamer, als es vielleicht hätte sein müssen. Dem Chaos. Sie töten aber lieber andere, als ihr eigenes Ende zu akzeptieren. Typisch. Ja. Das ist wirklich nur typisch bei den Leuten. Aber alles in allem haben wir uns trotzdem immer nur verteidigt. Aber das sieht man natürlich nicht, ne? Weil dann müsste man sich ja eingestehen, dass man selber der Böse ist. Und das wäre ja dann schon wieder schwierig, ne? Ach, wisst ihr, Kollege. So, mal gut hier. Weniger. Hinten kannst du mal ein bisschen schlafen gehen. Also, ich vermisse wirklich hier die diese Säure. Diese Säure-Dinger. Die vermisse ich wirklich. Ja, damit konntest du so schön Rüstung wegschmelzen. Das war cool. Das fand ich gut. Rüstung wegschmelzen hat mir gefallen. Ugo, geht es dir noch gut? Ich weiß es nicht. Na schön. Versuch ruhig zu bleiben. Da jetzt gerade nicht an der Diskussion im Chat beteiligen. Es tut mir total leid. Aber ihr macht das schon. Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Wir kommen hier weg. Wir finden Sophia. Wir segeln davon und fangen ein neues Leben an. Ja, das machen wir. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ist er hingefallen. Ach, das ist jetzt aber auch. Mensch. Wir eben, wenn es geht, nicht unbedingt Hugo jetzt damit beauftragen, hier die Ratten rauszulassen und sowas. Wenn es geht, möchte ich genau das vermeiden. Zum einfachen Grund, dass ich ihn jetzt nicht noch mehr in diese missliche Lage bringen möchte. Dass er ständig Leute töten muss. Es reicht, wenn wir das machen. Obwohl wir es ja nicht müssen manchmal, aber nein. Ist hier alles in Ordnung?
Wir sind so weit gekommen. Diese Insel kann von mir aus untergehen. Wir hauen hier ab. Ich hoffe, aber die Boote werden nicht so gut bewacht. Wir kriegen ich will schon eben nicht, dass er das macht. Wir den ganzen Weg rudern müssen. Das wäre mir ganz wichtig. Drehst du dich um? Gehst du wieder weg? Schön. Dann kannst du vielleicht auch weiterleben. Ist doch okay. Hm? Das Blöde ist, dass das hier alles gerade nicht trocken ist. Jetzt könnten wir da einfach mal so ein und verbrennen und so. Ah, da unten gibt's Episangus. Schon gerne mitnehmen, ne? Heißt das aber, dass ich hier Leute umbringen müsste? Das geht ja natürlich gar nicht. Ja, was ist jetzt wichtiger? Keine Leute umbringen oder ein bisschen mehr Episangus an die Leute haben? Naja, oder doch. Wie viele sind hier bitte stationiert? Ich krieg schon wieder keinen Bolzen zurück. Ich finde das eine Frechheit. Muss ich hier nochmal nachgucken. Hier steht, durch eine Verstärkung der Bolzen kann Amicia sie aus gegnerischen Leicht zurückgewinnen. Da steht nicht unter Umständen oder mit einer gewissen Chance, sondern da steht, das geht. Das geht nicht. Weg hier. Finde ich eine Sauerei. Ja, wollte ich hier nur mal gesagt haben. So. Genau. Deswegen mussten die jetzt sterben. Ja? Weil ich das ungerecht finde. So, guck mal. Was haben wir denn? Hast du irgendwas? Lässt ja nicht was. Außer einen komischen Gestank. Aber ansonsten hinterlässt er nichts. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Schafsköpfe, jetzt weit hier drüben! Sie haben uns! Bleib in meiner Nähe! Na jetzt! So, hör doch auf! Ja, da habe ich nicht gut auf. Was? So. Los, hoch da! Probier's nochmal. Man muss ja mal, ne? Austesten. So. Jetzt ist der tot, ne? Und der da... So gut wie. So, kriege ich jetzt aus dem da den Bolzen wieder zurück? Aha, okay, da ist er.
Schön. Das geht doch. Warum nicht immer so? Kommt raus, kommt raus! Warum? Du bist auch noch mit Rüstung. Das ist eine Elite. Das waren die. Zweifellos. Passt nur auf, wenn ich euch finde. Diese Idioten müssen da drüben sein. Hab sie. Schnell. Oh, hat der Bumm gemacht? Hm. Nee, also bei denen habe ich jetzt gerade kein Mitleid. Tut mir leid. Ihr gehört mir! Jetzt kommen sie! Okay, wenn er brennt, könnte ich es verstehen. Dass wir nicht... Ne? Wir haben lang genug gut gespielt und jetzt haben wir erstmal gerade übelsten Hass auf das, was sie getan haben. Und das müssen wir jetzt auch erstmal in unseren Aktionen wieder spielen lassen. Da geht leider kein Weg dran. Hoch! Das geht jetzt leider nicht anders. Es tut mir leid, aber es ist so. Haben sie sich selbst rausgesucht. Wir werden irgendwann wieder ganz normal spielen. Bedeutet nicht unbedingt umbringen, aber jetzt gerade. Keine Chance. Mutter umgebracht, uns fast umgebracht, Hugo fast versklavt sozusagen. Und dann sollen wir hier noch nett zusammenspielen, oder was? Ich glaube, das ist der Dorfeingang. Was davon übrig ist. Kletter hoch. Alles klar. So, wir müssen auf jeden Fall noch mal kurz dahinter, weil da war noch eine große Kiste. Aber es dürfte ja eigentlich keiner mehr leben gerade, ne? Wenn es jetzt noch gefährlich werden könnte. Da drüben noch zu der Kiste, ne? Hier geht's runter. Ja. Wehe Spiel, du klaust mir das jetzt. Ich will da drüben noch hin. Nein. Okay. Oh, das ist gar keine. Ne, das ist eine komische große Kiste. Ah, hier ist eine große Kiste. Ja, dann nehmen wir die. Ja? Uns dann so langsam wieder abgeregt haben. Was meint ihr? Haben wir uns wieder abgeregt? Das gut, das. Oh. Gut. Gehen wir. Schnell. Na dann. Und hepp. Schwinden komm, wir von hoch hier. Mit dir. Aha. Der konnte ja auch irgendwas, ne? Was ist denn Stupefaccio? Lukas, Stupefaccio wäre jetzt gut. Ja, beeil dich, wenn der Rauch ausbricht. Schnell, wir haben nicht viel Zeit. Ah, das ist Stupefaccio. Ja, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, dass der noch sowas hat. Okay. Geh mal durch.
drüben ist ein Boot. Ja. Bitte sei am Leben, bitte sei am Leben. Zum Glück ist die Hexe tot. Ich habe gehört, der Graf von Aal hat endlich seine Eier zurück und die Hinrichtung befohlen. Sie haben am Hafen einen Galgen aufgestellt. Sie hängen den Riesen? Heilige Scheiße, das muss ich sehen. Ja, ich auch. Wo? Er ist nicht tot. Er braucht uns. Uns fehlt die Zeit. Nein, wir müssen hin. Wirklich, nach dem, was er getan hat. Ja. Wir sind anders, Amicia. Wir müssen ohnehin rüber zum Hafen. Wir holen Anno und dann verschwinden wir. Das war gerade... Guckt euch einfach mal diesen Ausblick gerade an. Traumhaft. Okay. Aber... Wie es weitergeht, werden wir es in der nächsten Folge. Bis zu sehen.